Hallo und willkommen bei AI Tipps und Tricks. Wir gucken uns heute mal zusammen an, wie wir beim Xiaomi 12 Pro Screenshots machen können. Die Hersteller lassen sich ja immer neue Methoden einfallen, um Screenshots zu machen. Und wir gucken uns hier mal einige Methoden an, die beim Xiaomi 12 Pro möglich sind. Und ja, ich wünsche viel Spaß beim Video. Ja, in diesem Video wollen wir uns mal um das Thema Screenshots beim Xiaomi 12 Pro kümmern. Es gibt ja immer mehr Möglichkeiten, Screenshots zu generieren. Es gibt den Kurzbefehl über die Tastenkombination, es gibt Gesten mit den Fingern und so weiter und so fort. Und wir gucken mal, welche Möglichkeiten wir hier beim 12 Pro von Xiaomi haben. Als allererstes auch hier die Tastenkombination bestehend aus der Leiser-Taste und der Ein-Ausschalt-Taste. Wenn wir die beide gleichzeitig drücken, dann entsteht ein Screenshot. Wir kriegen da oben rechts diese Vorschau. Wenn wir nichts machen, verschwindet die. Dann gibt es die zweite Möglichkeit, und zwar einfach durch das Auflegen von drei Fingern und nach unten wischen. Da erhalten wir genauso einen Screenshot. Genau das gleiche, die Vorschau, und beim nicht weiteren Agieren verschwindet der. Jetzt gibt es bei den drei Fingern noch eine Besonderheit, und zwar, ich gehe jetzt mal woanders hin, dass wir das auch gleich unterscheiden können, zum Beispiel hier in Play Store. Und wenn ich jetzt drei Finger nur auf den Bildschirm lege und nichts weiter mache, dann kommt diese kleine Vorschau und wir können direkt einen Screenshot in der Größe ziehen, wie wir ihn haben wollen. Wir haben sogar drei verschiedene Formen sozusagen, die wir nutzen können. Wir können einmal das Rechteck, das ist immer standardmäßig ausgewählt, eine Freiform, das Ganze sieht dann so aus, hier unten ist immer die Vorschau, wie das Ganze geht, und wir haben auch eine Möglichkeit, eine Ellipse bzw. einen Kreis zu ziehen. Fangen wir mal mit dem Rechteck an. Wir können dann zum Beispiel direkt sagen, ich möchte hier einen Ausschnitt von haben, so und fertig, wenn das nur grob sein soll. Und dann habe ich eben hier unten auch die Möglichkeiten, von vorn anzufangen, also wenn das nichts geworden ist, das zu teilen und zu bearbeiten, also auch irgendwie mit dem Stift was reinzuzeichnen oder ein Textfeld reinzusetzen oder das Ganze zu speichern. Ich sage jetzt mal speichern und dann ja, verschwindet diese ganze Geschichte und wir sind wieder hier ganz normal in unserem App Store. Wenn wir jetzt nochmal woanders hingehen, hier zum Beispiel in unsere Einstellungen, so, und dann machen wir mal wieder die Tastenkombination. Dann gibt es hier in den Einstellungen die Besonderheit, dass dieses Scrollen-Button, dieser Button Scrollen eben erscheint. Und wir können so einen Scrolling-Screenshot erstellen. Das ist in den Bereichen möglich, wo wir ja ein scrollbares Fenster haben, so wie hier. Jetzt sehen wir das. Das sind praktisch die kompletten Einstellungen von oben bis unten einmal abfotografiert. Und ich kann jetzt natürlich auch das hier wieder verkürzen, wenn ich das anders haben möchte. Oder hier auch bearbeiten, hier in dem Editor mit Stiften, mit Textfeldern und so weiter und so fort. Und auch hier wieder löschen, speichern bzw. versenden. Ich sage jetzt auch mal hier einfach speichern. Und diese Scrolling-Screenshot-Funktion, die könnt ihr immer hervorrufen, auch über die Drei-Finger-Geste, aber eben nur in den Bereichen, wo es eben auch möglich ist. Zum Beispiel hier auf unserem Home-Bildschirm haben wir ja nichts zum Scrollen. Wenn ich hier hochwische, kommt ja ein ganz anderes Fenster. Das heißt, das geht eben nur da, wo wir wirklich scrollbare Bereiche haben. Ich glaube, die Ausnahme bildet der Play Store, weil, soweit ich weiß, findet Google das nicht so toll, wenn wir da Scrolling Screenshots machen. Genau, hier ist es so, ich hätte ja ohne Ende zu scrollen, aber hier ist es eben nicht möglich. Ja, und dann haben wir noch die Möglichkeit, gehen wir hier mal einfach woanders hin, wenn wir hier unser Kontrollzentrum herunterwischen, dann haben wir hier auch einen Kurzbefehl, sozusagen einen Schalter mit dieser Schere, und wenn ich da drauf drücke, entsteht auch einfach ein Screenshot, das wird natürlich sofort wieder ausgeblendet, und von da, von wo ich das Ganze aufgerufen habe, entsteht dann ein Screenshot. Also das sind ja erstmal zahlreiche Funktionen, wie man Screenshots machen kann, und auch mit diesem Scrolling Screenshot, den könnt ihr, wie gesagt, da eben machen, wo es möglich ist. Und ja, dann gucken wir mal in die Galerie, gucken wir mal, was wir da gezaubert haben. Das waren halt die ganz normalen, der erste über die Tastenkombination, das war die Drei-Finger-Wischgeste, und hier hatten wir das mit den drei Fingern auflegen und direkt ein kleines Fenster gemacht. Hier hatten wir diesen Scrolling Screenshot, und das war das letzte nochmal von oben mit der Schere. Und wir haben in den Einstellungen generell auch die Möglichkeiten, wer das möchte, nämlich diese Funktionen auch abzuschalten. Wir können dazu ja mal in die Einstellungen gucken. Da finden wir das Ganze dann etwas versteckt unter dem Bereich weitere Einstellungen hier. Und dann haben wir hier Gesten-Kurzbefehle. Und da haben wir dann den Menüpunkt als Screenshot speichern. Und das sieht eben so aus. Wir haben eben die Möglichkeit mit drei Fingern nach unten wischen. Das ist eingeschaltet, genauso wie Leiser-Taste und Ein-Aus-Taste ist auch eingeschaltet. Und wir können jetzt zum Beispiel das ausschalten. Das hier ist scheinbar immer eingeschaltet, also das kriegen wir gar nicht ausgeschaltet.
Warum auch immer das dann hiermit aufgeführt ist. Okay, auf jeden Fall haben wir eben die Möglichkeit mit 3 Fingern nach unten wischen, dass wir das eben, ja, wenn wir das nicht wollen, dann können wir das eben hier abstellen. Aber ich halte das für ganz praktisch. Gerade finde ich super praktisch, wenn man hier einfach nur die 3 Finger auflegt, dass man dann, wie gesagt, direkt hier ein Fensterchen ziehen kann. Gucken wir mal mit dem Kreis. Da kriegt ihr dann ja in seltensten Fällen einen 100%igen Kreis hin, aber annähernd, beziehungsweise ein Osterei oder eine Ellipse oder wie auch immer. Und bei der Freiformfläche, das kann man halt zwischendrin nicht umschalten, das müssen wir dann nochmal von vorne anfangen. Wenn wir das jetzt machen, da könnt ihr wie gesagt einfach hier eine freie Form zeichnen und da wird dann etwas optimiert ein Bild raus erstellt. Und wenn ich das Ganze speichere und mir das in der Galerie angucke, dann sieht das so aus. Das, was ich da eben praktisch eingekreist habe, das habe ich dann hier als Screenshot, wofür auch immer man das dann braucht. Aber ja, kann ja jeder mal gucken, welche Art und Weise ihm am besten gefällt. Wie gesagt, ihr könnt das abschalten, anschalten, wie ihr wollt. Das mit den 3 Fingern zumindest. Ihr könnt auch hier oben diese Taste oder diesen Schalter woanders hinschieben. Das funktioniert hier über den Stift und dann greift ihr euch einfach hier dieses Bildschirmfoto-Tool und könnt das auch woanders hinschieben. Wenn ihr das zum Beispiel gar nicht so weit vorne haben wollt, weil ihr das nicht nutzt, schiebt ihr es weg. Ihr könnt das auch ganz löschen. Dann verschwindet das wieder hier in die Vorratskammer sozusagen, wo verfügbare Schalter liegen und könnt euch den auch jederzeit von da wieder hinten zuholen über das Plus und dann hier auch wieder an Ort und Stelle schieben. Ja, das war es erstmal komplett zum Thema Screenshots, die verschiedenen Methoden und was ihr damit machen könnt beim Xiaomi 12 Pro. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen und auch geholfen. Wenn dem so ist, lasst gerne einen Daumen nach oben für uns da und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video. Bis dahin, tschüss!